Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die am vierten Tag um 5.22 Uhr. Ja, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall den Händler mal besuchen gehen, mal sehen, was er uns so Schönes erzählt. Der quatscht uns ja definitiv die Ohren voll und das natürlich auf Englisch. Ja, lass ihn quatschen. Aber der hat noch nicht offen, der Gute. Ich will jetzt noch ein bisschen Kohle mitnehmen, weil das braucht man ja doch auch immer mal. Oh. Ach, nee. Wir nehmen wieder Messer. Das ist auch schön. Na, jetzt gibt er mir noch eine Schelle. Jetzt rennt er auch noch. Hallo? Sag mal, so war es aber nicht jetzt hier abgemacht. So war es nicht. Es war so nicht besprochen. Warum ist denn der jetzt umgefallen? Ich habe den nicht getroffen. Oder habe ich den getroffen? Echt? Dich habe ich getroffen. Das habe ich gesehen. Mann, Mann, Mann. Das hat aber nicht so... Verlief nicht so nach Plan hier mit dem Kollegen. Aber da ist er auch mitten mal losgerannt hier, ne? Ich sollte bei Pfeil und Bogen bleiben. Das ist... Ich glaube, da treffe ich irgendwie besser. Ja, du triffst so richtig gut. Nee, also... So, Händler macht auf! Yeah! Mann, Kundschaft! Da denkt der Händler aber auch. Meine Güte, von wo kommt der nun her? So, wir brauchen einen, diesen komischen Hammer brauchen wir für unsere Werkbank. Ich hoffe, der Händler hat so etwas und ich hoffe, wir können es uns dann am Ende auch wirklich leisten. Also egal, was der Händler hat, wir müssen zusehen, dass wir es bekommen. Egal wie. Selbst wenn man erschießen. Wir sind beim Händler. Das können wir auch noch alles mitnehmen hier. Stoff natürlich, klar. Nimm Stoff mit. Wir gucken auch beim Händler erstmal in die ganzen Kisten rein. Also da, wo man rankommt. Dass wir eben wirklich richtig viel haben zum Tauschen. Weil wir brauchen echt dieses Werkzeug. Für die Werkbank. Schauen wir mal. Vielleicht hat das auch gar nicht, ne? So wie ich mein Glück kenne, hat der sowas gar nicht. Rohr können wir ihn anbieten. War jetzt hier oben noch eine Kiste irgendwie? Nein. Mit das. Das kriege ich doch da gar nicht runter, oder? Kriege ich den? Natürlich kriege ich den. Hat der was auf dem Dach? Das ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Solarpanels hat er, das ist schön. Die würde ich auch gerne auf mein Dach haben. Geht nur leider nicht. Ist da was auf dem Dach? Nein, aber die Luke ist offen. Das bedeutet, wir könnten an den Tresor ran. Hier ist mal wieder nichts. Bretter, das ist auch gut. Benzin. Nägel. Wahnsinn.
Wollte ich schon immer. Ich hoffe, der Händler auch. Ein Cowboy-Hut. Oh. Ja gut, das kennen wir aber eigentlich schon. Wäre ja vielleicht... Was ist denn jetzt besser? Die Hose oder? Können wir verkaufen? Oh. Ein Rezept. Das ist gut. Weil Vogelnester gucken wir uns ja ständig an, ob da Eier oder sowas drin sind. Und dann können wir... hier ist die Treppe. Hier ist eine... Ach, das ist schlimm, wenn man viel zu voll ist, ne? Komm, das können wir eigentlich... weiß ich nicht, ob wir das beim Händler nicht verkauft bekommen sogar... Wasser. Ich glaube, wir gehen erstmal beim Händler rein, dass wir leerer werden. Dass wir wieder was tragen können. Large, 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 large. Ja, nun quatsch doch nicht schon gleich. Ich bin noch nicht da. Das ist... So, Tag. Ich würde gerne einen Hammer haben wollen. Du hast doch bestimmt sowas. Du bist ein Händler. Oh, guck mal hier, Eisenspitzhacke. Wäre ja auch nicht so verkehrt, ne? Aber... Der hat's nicht. Rezepte, ja. Gekochtes Fleisch wäre auch nicht verkehrt, wenn man es hat. Was man hat, hat man, ne? So, pass auf. Was willst du denn da? Knochen will er ja nicht. Holz würde er nehmen wollen. 80 nur. Ist ja fast gar nichts. Kohle? Echt jetzt? Sind die Preise so kaputt? Blätter? Na gut. Dann gucken wir mal nach Klamotten. Gut, das kann schon mal weg. Der Cowboy-Hut, brauchen wir den? Der bringt natürlich am meisten schon wieder. Warte mal, aber den... Ja, quatsch mich nicht voll, Mann. Ich will was anderes machen. nee, ich glaube den... Naja, gut, der Cowboy-Hut hat natürlich Kältewiderstand, ne? Und Wärme-Hitze-Widerstand. Wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt, wenn wir den Cowboy-Hut tragen. Was gibt's denn dafür? Ah, gibt da schon ein bisschen mehr. Hirn? Brauchst du Hirn? Willst du Hirn kaufen? Auch nicht. Leute, ich weiß nicht. Mineralwasser. Das ist gut, das schmeißen wir weg. Kann er haben. Leder. Wie sieht's mit Leder aus? Ja. Eisen? Ist ja auch nichts wert, ne? Ist ja gar nichts wert. Den Grill? Ja, kannst du haben. Willst du Lehm? Ach, hör doch auf. Es gibt nur ein... Federn. Munition? Aha, guck an. Munition würde schon wieder besser. Gut, das verkaufen wir auch. Gläser? Auch. Weg damit. Stoff. Komm, ich hab so viel Stoff, kannst du haben. Schenke ich dir eigentlich. Dietriche? Oh, die sind richtig wert. Oh, guck. Oh. Guck mal. Damit kannst du natürlich aber auch schöne Tresore aufmachen, ne? So, das kann auch weg.
Die Rohre. Willst du Rohre kaufen? Natürlich will der Rohre. Na klar. Federn. Ja, weg damit. Eine Bandage. Papier? Ja, Papier will ich eigentlich selber noch behalten. Das Öl? Ja, das kannst du haben. So, jetzt sagt mal. Das Ding hier können wir auch rausschmeißen. Ne? Das, also nutze ich eigentlich sowieso nicht so wirklich. Den Sprit, wie sieht es damit aus? Das ist gar nichts wert. Sprit ist gar nichts wert. Toll. Gut, erzählt mal was. Was können wir noch rausschmeißen? Da klopft einer. Ja, wir nehmen... Na, das würde ich gerne für Papier eigentlich. So, warte mal. Lass uns mal... Lass uns... Ja. Ich kümmere mich mal hier um deine... Muss mal gucken, was hier klopft. Ach, der klopft hier. Oh, oh, da ist ja noch einer. Ach, Vögeli. Ach, nicht nur einer. Super. Das läuft ja mit euch. Na, jetzt habe ich mich verklickt, Entschuldigung. Sag mal, was kommt denn da alles? Wird vielleicht doch Zeit, eine Waffe zu benutzen. Erstmal nachladen. Sag mal. Irgendwo war doch noch einer, oder? Nein. Der ist erstmal weg. Achso, das waren hier zwei. Sehr schön. Junge, Junge, Junge. Da bist du einmal beim Händler. Weißt du, einmal beim Händler. Schon ist hier... Nein. Doch. Gut. Gut. Oder nicht gut. Hasta la vista, Baby. Na gut, ich konnte jetzt nicht wirklich erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann war, aber... Kommt, der Spruch, der war doch gut, oder? So. Ist hier noch irgendetwas, was mich jetzt beim... Händler mich irgendwie stören könnte. So, ich will mal hier erstmal beim Händler oben hinten ruf. Das klingt sich... Nein, du kannst hier nicht... Ach, das gibt's doch nicht. Ich wollte Ruhe haben. Hallo. Ruhe. Kriegst du eh nicht kaputt. Brauchst dir keinen Kopf machen. Ruhe jetzt da unten. Ich mache hier das Geschäft meines Lebens. Kannst du damit jetzt mal aufhören? Meine Güte. So, warte mal, wie kommen wir denn da hinten rauf? Wie war denn das? Tüm, 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 tüm. Man kann ja nicht bauen, auch nicht hier. Wenn wir... Wie komme ich denn da hinten rauf? Wie war denn das? Chemiestation, das war das. Das haben wir. Wie komme ich denn auf den Trailer? Wie war denn das? War das hier über... Zack. Und dann... Nein, du warst nicht. Du warst nicht. Nochmal. Das muss gehen.
Warte mal. Nochmal. Ach, das war ja jetzt nur. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen, okay? Keiner hat's gesehen. Bitte. Keiner hat's gesehen. Tada! Lässt du mich jetzt hier auf? Nein! Ach, Leute, hört doch auf. Aber so komme ich auch nicht an den Tresor, ne? Nur mal so, der Tresor steht doch hier. Also kommst du da auch nicht ran. Aber warte mal, irgendwie. Ich hab doch diese Luke. If you got money, I guess I can stand your Genau. spell. Aber da ist auch Eisen vor, da komme ich da wohl nicht durch. Ach, die Kasse. Sehr gut. Okay. Ja. So, Mais. Brauche ich nicht. Willst du aber auch nicht, ne? Schade. Schmeißen wir ihn die Federn hin? Nee. Also, ich wollte jetzt eigentlich hier diesen. Wie heißt denn der? Klauhammer oder irgendwie so, ne? Klebeband, Kleber, ne? Ach, das ist alles nicht so toll. Mano, hast du nichts Vernünftiges? Gefecht in der Stadt. Das Buch haben wir schon. Der Schlagmann. Können wir uns nicht leisten. Läuft. Eine Pistole hat er noch. Nee, also ist nichts Interessantes da. Schade. Einen Sicherungskasten brauchen wir auch nicht. Was hast du noch als Waffe? Irgendwas Interessantes? 18 Schuss davon. Ach so, nee, kostet. Oh, der hat richtig Mun. Aber können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Das ist nur noch Müll. Müll, 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 Müll. So, aber ich habe gesehen, der hatte doch dieses Essensrezept. Das können wir uns leisten. Und das wäre eigentlich auch schöner. Oh, das sind so schöne Sachen. Na, wo haben wir es? Hallo? Gut, dann kaufen wir uns das. Dann können wir wenigstens. Nee, nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Ja. Hast ja recht. So, hast du jetzt noch irgendeine schöne Aufgabe? Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte. Nehmen wir mal das. Weil dafür kriegen wir ja wenigstens noch mal ein bisschen Kohle. Und dann können wir. Vielleicht ist er ja dann so erfreut und ich. Oh. Oh. Ah, Airdrop. Airdroppy Drop. Mach mal. Also im Grunde genommen ist ja fast dasselbe. Fast. Latschen wir jetzt mal dahin. Warte mal, wir sind so beladen. Wir packen uns hier beim Händler erstmal wieder eine Kiste hin, weil die brauchen wir ja. Also wir müssen uns jetzt hier nicht totschleppen. Wegen irgendwelche Sachen, die wir sowieso. Tatatatam. So, das ist alles Händlergebiet hier noch. Da können wir nicht bauen. Das gibt's doch nicht, ey.
So, das brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir alles nicht so unterwegs. So, ich höre den Zombie. Ich sehe ihn auch langsam. Taschen! Willst du auch eine Kugel im Kopf haben? So. Ich wollte jetzt noch mal kurz gucken nach Trinken. Wie sieht's denn da so aus? Naja. Geht ja noch. Es geht ja noch. Haben wir noch was zu essen da? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. In der nächsten Folge werden wir mal sehen. Jetzt regnet das sehr schön. Kühlen wir uns ein bisschen ab und dann gehen wir mal ein bisschen buddeln, glaube ich, wenn wir das so hinbekommen. Also, bis zur nächsten Folge. Wir sehen und hören uns. Tschüss.